Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Wir freuen uns natürlich auch, heute sehr hier zu sein in unserem Studio in Künzelsau und vor allem auch dafür, um über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, würde ich gerne mit einer kurzen Vorstellungsrunde von unserer Seite beginnen. Dafür übergebe ich direkt das Wort an unseren Geschäftsführer Daniel Klein. Ja, dann auch von meiner Seite aus ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute das Thema an die Öffentlichkeit bringen und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Klein, ich bin 51 Jahre alt und bringe die letzten 16 Jahre bei der Firma Wirth Elektronik in Niedernhall vorwiegend, wo ich als Betriebsleiter angefangen habe und seit 2010 als Geschäftsführer fungiere, zusammen mit meinen beiden Kollegen Andreas Gimmer und Thomas Beck kümmern wir uns um die CBT und mein Aufgabengebiet ist vorwiegend das Thema die Produktion in Hohenlohe, nennen wir das, also der Werke Niedernhall und Roth am See, das Einkaufsmanagement und Personal als Funktion und das alles zusammen passt natürlich wunderbar zum Thema Nachhaltigkeit, weshalb ich das Thema in der Geschäftsleitung auch besetzen darf. Und du, Leon, wo hast du Ja. deine Zeit verbracht? Vielen Dank erstmal für deine kurze Vorstellung, lieber Daniel. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Leon Kauberg. Ich bin 25 Jahre jung und seit Oktober vergangenen Jahres in der Assistenz der Geschäftsführung bei der Wirth Elektronik Circuit Board Technology tätig. Zuvor habe ich ein duales Studium an der DHBW in Heilbronn absolviert. Hier habe ich bei BWL Dienstleistungsmanagement mit der Vertiefung Consulting and Sales studiert und abschließend auch hier meine Bachelorarbeit zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben. Aber so viel zu meiner Seite, springen wir eine Folie weiter zu unserer heutigen Agenda. Zuallererst gehen wir heute der Frage auf den Grund, warum wir uns überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und warum Nachhaltigkeit heutzutage auch weit mehr als einfach nur ein Buzzword ist. Im Anschluss daran klären wir, was es mit dem Thema Nachhaltigkeit bei der Wirth Elektronik Circuit Board Technology auf sich hat. Danach werfen wir einen Blick auf die bisherigen Umsetzungen zum Thema Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen und was es in nächster Zeit auf uns zukommen wird. Und abschließend möchten wir Sie persönlich, liebe Gäste, noch zum Dialog einladen, um auch Ihre Fragen zum Thema Nachhaltigkeit bei der Wirth Elektronik Circuit Board Technology zu beantworten. Aber kommen wir zu unserer ersten Frage. Das Thema Nachhaltigkeit ist aktuell in aller Munde. Ich würde sogar sagen, man spricht heutzutage von einem Megatrend. Da würde es mich sehr interessieren, warum sich jeder Einzelne überhaupt so sehr mit diesem Thema beschäftigen sollte. Gut, ich denke, aus meiner Sicht, auch als Vater von zwei Kindern, ist das ziemlich offensichtlich, dass wir werden ja demnächst wieder diesen Earth Day feiern, ja, dass wir einfach so nicht weitermachen können, ja, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, weltweit einfach verantwortungsvoller umgehen müssen, dass wir nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen leben können. Und ich denke, ein Blick in die Nachrichten, die natürlich gerade geprägt sind, einmal von Corona noch ein bisschen und aber auch von Ukraine-Krise natürlich. Aber davon abgesehen, ist die Welt voller Katastrophen. Ja, wir sehen natürlich das verändernde Klima. Ja, wir sehen die Umweltverschmutzung global auf alle Fälle, die ein Riesenthema sind. Wir sehen die Ungerechtigkeit auch in der Welt. Ja, immer noch Kinderarbeit, unglaublich schlechte Arbeitsbedingungen. Und das ist alles ja zu Lasten, ja, das ist, weil wir konsumieren letztendlich. Und von dem her bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das kein Megatrend, also ist schon ein Megatrend, aber es ist kein Thema, das jetzt Mode ist und dann verschwindet, sondern dieses Thema, wir können so nicht weitermachen, wird unser Handeln prägen in der Zukunft. Und wir stehen gerade erst am Anfang. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sitzen letztendlich und darüber diskutieren und miteinander sprechen, weil es eben ein erster Schritt ist, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wie sieht es bei der Wirth Elektronik aus? Gibt es hier zusätzliche Themen, die uns bewegen? Klar, da haben wir schon drüber geredet. Natürlich wird Elektronik, die Elektronikindustrie ist eine global vernetzte Industrie. Ne? Und wir sehen es ja, wir sehen Klimawandel. Ne?
Wir sehen die Energiewende, das ist jetzt ganz massiv. Ja. Wir sind ein sehr, sehr großer Energieverbraucher. Ja. Auf einmal ist das Thema Energieversorgung wieder ein Thema. Ja. Also ich sag mal, regenerative Energien ein bisschen in den Hintergrund geredet. Jetzt geht es darum, habe ich überhaupt noch Energie zur Verfügung? Die Globalisierung, ich habe es gerade angesprochen, ja, dann das Artensterben, ja, was ja Verlust von unfassbaren Schätzen ist, ja. Endliche Ressourcen, ja, in einzelnen Fällen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht das Hauptthema, und dann natürlich die Umweltverschmutzung, die und hier ganz massiv natürlich die Meere, aber auch die CO2-Verschmutzung, die CO2-Belastung, die weiter steigt. Und von dem her denke ich, dass wir einfach da weitermachen müssen. In dem Zusammenhang spricht man ja auch oft von Transparenz, diese Transparenz nach außen zu gestalten. Wie sieht es bei uns aus? Welche Themen betreffen uns denn auch da bei der Wirtelektronik? Klar, einmal ist natürlich das Thema, ja, was wir Compliance nennen, ja, das Thema, natürlich halten wir Gesetze, Richtlinien, Normungen ein. Ja, das ist ganz wichtig, ja, da sauber zu halten, und wir haben ja ein sehr aufwendiges Compliance-System bei uns am Start. Dann natürlich die Stakeholder. Ja, Stakeholder sind eben nicht nur die Shareholder sozusagen, also unsere Eigentümer, sondern wir sind eingebettet mit unseren Fabriken in Gemeinden, die wir prägen, als in der Regel größter oder einer der größten Arbeitgeber vor Ort, die wir ganz maßgeblich gestalten. Und dann natürlich auch das Thema des Recyclings. Ja. Die Leiterplatte ist nun mal ein Produktionsprozess, ja. Ein sehr energie- und auch materialintensiver Produktionsprozess. Und das sind die Themen natürlich des Recyclings, der Wiederverwendbarkeit der Rohstoffe, die bei uns anfallen, aber auch das Entwickeln neuer Produktionsverfahren, die eben mit deutlich weniger Ressourcen auskommen, maßgebliche Punkte, die uns helfen werden, auch in Zukunft in Deutschland wettbewerbsfähig zu sein. Das sind nicht gerade wenig Themen. Wie wird vor allem bei so einer Vielfalt und auch Komplexität dieser Themen das Thema Nachhaltigkeit überhaupt bei der Wirtelektronik verstanden? Ja, das ist eine gute Geschichte. Wie du sagst, es ist sehr komplex, und die Basis letztendlich, der wir uns, und ich glaube auch die meisten anderen Unternehmen ja sich orientieren, sind die SDGs, ja, die eben durch die UN und auch von der Bundesregierung ja auch übernommen wurden, ja, als die Goals sozusagen, mit denen man sich da beschäftigt, die berühmten 17 SDGs. Und das natürlich relativ schwer zu greifen ist, ja, das sind tolle Einzelziele, und jedes seiner, haben wir das nochmal geclustert, letztendlich in drei große Themenblöcke, ja, die, ich will nicht sagen die Last, aber die das Fundament bilden für die Nachhaltigkeit. Das ist die Ökologie, ja, natürlich, ja, die Ökonomie und das Soziale, ja, mit denen wir uns da beschäftigen und ich sag mal, auch ein bisschen greifbarer machen für unsere Shareholder, für unsere Mitarbeiter, für uns als Management, aber natürlich auch für unsere Kunden. Jetzt ist die Leiterplatte ja ein ganz spezielles Produkt, und auch hier ist, du hast es gerade angesprochen, das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Hat man das für die Wirtelektronik auch nochmal intern ein bisschen greifbarer für unsere Mitarbeitenden gemacht? Also sind wir da schon so weit? Ja, wir stehen am Beginn. Das muss man fairerweise dazu sagen, und deswegen ist ja auch heute dieses Webinar ganz wichtig, ja, und es sind ja auch ein Haufen Interne zugeschaltet, und was ich echt begrüße, ja, auch das Interesse, weil die sind auch Botschafter zu unseren Kunden hin. Und ich freue mich natürlich auch auf das zunehmende Interesse der Kunden. Aber du hast schon recht, wir müssen es greifen können. Und dass es für uns begreifbarer ist, haben wir das nochmal in drei Themen gegliedert, die so ein bisschen griffiger sind als diese Oberthemen. Ja, dazu gehört das Thema Produkt und Service. Ja, wir können unsere Produkte gemeinsam mit unseren Partnern besser gestalten. Ja. Ein Thema, das bei uns schon sehr, sehr lange wirklich auf der Agenda steht, ist Ressourcen und Umwelt. Und natürlich das dritte Thema, auch da ist natürlich die Wirtgruppe sehr, sehr stark, ist das Thema Mensch und Gesellschaft. Ja. Jetzt hast du vor ein paar Minuten erwähnt, dass die ökologische Nachhaltigkeit ja schon bei uns im Unternehmen ein Stück weit Fuß gefasst hat. Wie sieht es denn bei Wirtelektronik aus? Gibt es hier bereits messbare Erfolge, die wir verzeichnen können?
Oh ja, da gibt's wirklich viel, weil ich meine, wir haben seit vielen, vielen Jahren haben wir ein Umweltmanagement und beschäftigen uns ja auch damit. Von der Umsetzung her sind wir natürlich zunächst mal als Partner, ja, als auch einer der wesentlichen Leiterplattenproduzenten in Europa, würde ich sagen, nicht in Deutschland, sondern auch in Europa natürlich tief verwurzelt. Einmal hier regional mit der Förderung und der Mitarbeit im Modell Wohnlohe, wo wir auch wichtiger Impulsgeber sind. Natürlich über unsere Verbände, in denen wir tätig sind, IHK, ZVEI, FED, um die großen zu nennen. Ganz wichtig, sich da einzubringen und auch mitzugestalten. Jetzt versucht man natürlich auch immer das Thema Nachhaltigkeit zu messen. Daher möchte ich noch mal gern tiefer da auf das Thema Ökologie eingehen. Wie sieht es denn da aus? Kann man das an Zahlen festmachen? Ja, natürlich, ganz, ganz klar. Wenn man hier mal auf der Folie, wenn man die so anschaut, haben wir mal so aufgelistet, was wir alles so schon getan haben. Ne? Und da kann man auch durchgehen. Ich gehe jetzt nicht an jedes einzelne Detail durch, aber es ist schon wichtig, natürlich am Puls der Zeit zu sein, ja, die Chancen, die sich jetzt auch bieten, mit der Digitalisierung zu nutzen und intelligenter zu wirtschaften. Und das ist auch ganz wichtig. Ich meine, die Leiterplattenbranche selber ist ja, ich sag mal, chronisch unter Druck letztendlich von den Geschäftszahlen her. Das ist ja nicht, dass wir alle hier in Geld schwimmen, sondern wir müssen uns wirklich jeden Tag anstrengen, Ideen zu haben, wie wir eben besser wirtschaften können und diese Chancen auch zu nutzen. Und das ist das, was uns seither angetrieben hat. Ja, ich nenne dir einfach mal ein paar Beispiele. Ja, also wir haben weitestgehend in Niedernhals immer ganz ohne Filme unterwegs. In den anderen Werken haben wir weitestgehend umgestellt, eben auf Direktbelichtungssysteme in den verschiedenen Prozessstufen. Das spart uns natürlich Filme. Ne? Bereich Multilayer. Ja, früher hat man die Presspolster halt eben entsorgt beim Auspacken. Heute verwenden wir Dauerpresspolster, die natürlich sehr, sehr viel kostenintensiver sind, ne, in der Anschaffung und sich dann eben im Laufe der Zeit amortisieren müssen. Aber das hilft natürlich auch, Müll und auch Plastik zu vermeiden. Und viele, viele andere Beispiele, wo man halt einfach intelligenter nachdenken muss, was habe ich an Ressource hier und kann ich es anders machen oder vielleicht auch mit weniger Einsatz. Das klang jetzt alles sehr rohstofflastig. Gibt es hier noch weitere Themen? Klar, also Rohstoffe ist das eine, der Ressourceneinsatz, Energie, Wasser sind natürlich die anderen Themen. Und auch da, ich glaube, jeder weiß das im privaten Bereich gerade, wie die Energiepreise sich entwickeln und entwickelt haben, auch immer bis so die letzten 10 Jahre rückblickend betrachtet. Und ich glaube, wenn wir da nicht so akribisch dahinterher gewesen wären, intelligenter zu wirtschaften, weniger Energie insgesamt zu verbrauchen, dann wären wir heute in einer ganz anderen Kostensituation und deutlich schlechter. Und wir brauchen das und wir brauchen die Ideen, da immer wieder dran zu sein. Und wenn ich so sehe, wenn ich durch die Fabrik laufe und sehe, wo wir überall Verbräuche messen, ja, das ist ja unfassbar, wie viel Sensorik mittlerweile in den Fabriken hängt, um Definitiv. einfach den Energieverschwendungen auf die Spur zu kommen. Hast du gerade noch das Thema Wasser erwähnt? Hast du hier vielleicht noch für unsere Gäste ein paar Beispiele, dass es vielleicht ein bisschen greifbarer wird, wie es bei uns so in der Produktion aussieht? Klar, also im Wesentlichen ist ja immer die Frage, unsere nasschemischen Prozesse, die sind ja, ich sag mal, relativ einfach. Also die Galvaniker mögen es mir verzeihen, was das betrifft. Aber am Ende einer Prozessstufe spülen wir. Und sagen wir, vor 15 Jahren haben wir halt gespült und das Spülwasser ist nach unten abgeflossen und war weg. Es ging dann in die Kläranlage. Heute haben wir umgestellt auf Kaskadenspülungen. Das heißt, wir spülen die letzte Stufe, ist immer sehr, sehr sauberes Wasser. Auch das wird heute Leitwerte überwacht, dass man genau zudosieren kann, Okay. wann ist der Verschmutzungsgrad. Und dann verbrauchen wir eben die Spülwasser in den verschiedenen Kaskaden. Und wenn wir die erste Fuhre haben sozusagen direkt nach dem Prozess, wo wirklich der große Chemieabtrag dann noch wegkommt, da ist natürlich das verschmutzteste Wasser heute aktiv. Ja, und so konnten wir den Wasserverbrauch ganz, ganz erheblich senken an Frischwasser, auch wenn das jetzt vielleicht
hier in Deutschland nicht das beherrschende Thema ist, so ist es doch eine Ressource und es sind natürlich auch wieder die Kosten. Mhm. Ganz klar. Klingt auf jeden Fall nach viel Aufwand, der da bei uns in der Produktion betrieben wird. Jetzt würde ich gerne das auch nochmal an unsere Gäste weitergeben, da für mich als Neuling vieles aus der Produktion auch noch nicht ganz greifbar ist, aber du gerne ein Thema anführst, in dem wir sogar prämiert sind in diesem Thema. Von dem her, würdest du das auch nochmal mit unseren Gästen teilen? Also ich denke, du sprichst auf unser berühmtes Erzmittelrecycling an. Wunderbar. Ja, war schon, ist eine tolle Geschichte natürlich, ja, weil wir haben vor auch schon fast 10 Jahre her eine neue Anlage konzipiert, die eben in dem Ads-Prozess tätig ist und haben uns dann überlegt, wie können wir es intelligenter lösen letztendlich und haben die Anlage gestellt. Das ist eine relativ lange Anlage und drüber haben wir nochmal eine gebaut, ja, die quasi einmal das Kupfer rausholt, das dann eben direkt in die Wiederverarbeitung gegeben kann, aber auch und ein Teil des Themas ist es, dass das Ätzmittel, das ist in dem Fall Salzsäure, ja, wird in dem Moment wieder raus. Also wir trennen das Kupfer quasi raus aus dem verbrauchten Ätzmittel und haben dann das Ätzmittel, diese Salzsäure, wieder in einwandfreiem Zustand zur Verfügung. Und das hat eben nicht nur den Salzsäureverbrauch deutlich reduziert, sondern eben auch die Qualität verbessert, weil wir jetzt immer einen definierten Zustand haben. Wir können jetzt immer genau dieselbe Zusammensetzung in unserem Ätbad, unabhängig, ob wir viel oder wenig Kupfer gerade abätzen. Und das zeigt, dass solche Investitionen sich wirklich lohnen. Ja, und das wurde natürlich auch als innovative Geschichte ausgezeichnet, weil das konnte man damals nicht von der Stange kaufen, sondern das waren unsere Ideen, die da eingeflossen sind. Das heißt also, Nachhaltigkeit muss durchaus nicht immer teurer sein, was das angeht. Und so wie wir es jetzt gerade schon gesehen haben, ist das Thema Ökologie bzw. ökologische Nachhaltigkeit bei der Wirtelektronik durchaus nicht zu unterschätzen. Aber wir haben es jetzt auch schon vorhin gesehen, Nachhaltigkeit ist ja sowohl nach der Definition, wie wir sie jetzt in der Präsentation gesehen haben, als auch das Verständnis, wie es bisher bei der Wirtelektronik ist, in 3 Bereiche zu unterteilen. Wir haben das 3-Säulen-Modell gesehen und da wir jetzt überwiegend über bestehende Themen gesprochen haben, hast du vielleicht auch einen kleinen Ausblick für unsere Zuschauer, welche Schritte so als nächstes bei uns bei der Wirtelektronik Circuit Board Technology geplant sind? Boah, ja, natürlich. Natürlich ist es unglaublich vielfältig. Ja. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema Rohstoffe, ne? Rohstoffe und Materialien. Da gilt es jetzt nicht nur die Möglichkeiten der digitalen Belichtung zu nutzen, sondern unsere Themen gehen ganz stark in Richtung additive Fertigung. Ja, mit S-Masks sind wir ja auch schon an der Öffentlichkeit letztendlich, wo wir versuchen, ja, und auch weiterentwickeln, mit großem Einsatz entwickeln, den Lötstoff-Lack eben nicht mehr vollflächig aufzutragen, sondern eben nur noch per Inkjet-Verfahren, nur noch genau dort, wo wir ihn brauchen. Ja, kann man auch weiterdenken, als Beispiel, warum muss dann die ganze Leiterplatte grün sein oder vielleicht kann man auch nur die Bereiche abdecken, die wir tatsächlich brauchen, ja, die tatsächlich eine metallische Oberfläche hat, die geschützt werden muss. Also das sind so Themen ganz neu, aktuell, ja, und da sind wir auch sehr gespannt. Wir sind dran, eine neue saure Ätzlinie für die Innenlagenfertigung zu bestellen oder haben die bestellt, die wird gerade gebaut. Mhm. Und auch dort werden wir natürlich die Erkenntnisse nutzen, wie kann ich diese Salzsäure weiter aufoxidieren, weiter ohne Chemie zu verbrauchen. Und die Idee ist jetzt hier mit wir haben so geplant und werden es umsetzen, mit Sauerstoff, das wir aus der Luft gewinnen, sozusagen, okay, dann einzubringen und damit das Wasserstoffperoxid zum Beispiel zu ersetzen. Und zwar komplett zu ersetzen und dann werden wir wieder ein bisschen besser sein. Energie geht immer weiter, ja, das sehen wir auch jetzt, die Thematik, da heißt einfach dranbleiben, weiter optimieren, dranbleiben, genau zu überlegen, was sind Raumbedingungen, wir kennen es im privaten Haushalt, ja, ich zumindest habe die Diskussion manchmal mit der Familie daheim, ja, sind es 20 oder 21 Grad Raumtemperatur, aber das macht einen großen Unterschied aus, ja, das macht einen riesen Unterschied aus, also da dran zu bleiben wird ein Thema sein. Und dann natürlich aus dem Abwasser nach wie vor zu überlegen, wo kann ich die Rohstoffe direkt rausholen. Ne, so wie wir
heute das Kupfer einfach nicht mehr zu Aufbereitern geben, sondern eben selber gewinnen. Palladium ist ein Thema, Nickel, ja, dem weiter auf der Spur sein, dass wir da eben bessere Stoffkreisläufe hinkriegen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit ja wirklich ein brennendes Thema. Wir haben es vorhin schon gehabt, das Thema Transparenz greift hier immer mehr. Wie sieht es denn für unsere Kunden aus? Wie können sich unsere Kunden weiter zum Thema Nachhaltigkeit bei uns informieren? Gut, wir sind kurz vor der Veröffentlichung einer neuen Website, wo das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein großes Bereich, auch einen neu überarbeiteten Bereich einnehmen wird. Mhm. Das ist das eine und fast in der Druckerei, noch nicht ganz. Ja. Also wir sind in den letzten Korrekturstufen und auch ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Öffentlichkeit, in Richtung Transparenz, wird ein eigener Nachhaltigkeitsbericht sein, eine Broschüre, wo wir eben auch alle Stakeholder darüber informieren, was wir so treiben. Wow, das klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ich sage, ich bin außerordentlich gespannt, welche Inhalte diese Broschüre auch für uns alle bereithalten wird. Denn kannst du uns vielleicht noch mal kurz anteasern, wie lange es denn noch dauern wird, bis diese Broschüre auch für unsere Stakeholder zur Verfügung stehen wird? Ja, so ganz sicher mit der Nachbereitung. Also wir sind in der letzten Korrekturstufe. Mhm. Dann kommen, und ich sage mal, der Download ist natürlich schneller als die Druckerei. Aber ich sage mal, Ende April ist das alles veröffentlicht. Das klingt auf jeden Fall so, als würde das Thema deutlich intensiver, als man denkt, hier bei der Elektronik angegangen werden. Und ich freue mich wirklich darauf, wenn diese Broschüre auch veröffentlicht wird. Mit Blick auf die Zeit möchte ich mich bereits jetzt schon mal dafür bedanken, dass du schon mal meinen Fragen Rede und Antwort gestanden hast. Wenn jetzt noch mal einen kurzen Blick auf die Präsentation werfen, sehe ich auch noch mal ein neues Projekt. Kannst du uns vielleicht noch darüber berichten? Gut, das ist unser Cybergartner, in Anführungszeichen unserer. Dann machen wir natürlich in Kooperation. Wir sind hier den Herrn Papadopoulos, Auszubildender von uns, ein Produktionstechnologen, der zusammen, das Team zusammen mit der Universität München einfach sich mal überlegt hat, wie kann man so lausigen Gärtnern wie mich helfen, auch Pflanzen daheim zu ziehen. Das ist jetzt natürlich ein Prototyp, den man hier sieht, der sogenannte Cybergärtner. Ja. Idee natürlich zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel vollautomatisch mich um eine Pflanze kümmern. Natürlich viele, viele Themen. Einmal bringt es natürlich das Thema Elektronik, also das bietet sich ja auch an für Schulen, für Klassen als Projektarbeit. Es bringt das Thema Zukunft, Elektronik, MINT, ja, es geht auch um Mädels und Mädchen dafür zu begeistern, ja, auch in technische Berufe zu gehen. Das ist so eine Chance, aber auch natürlich für unsere Azubis, selbstständig an solchen Projekten zu arbeiten und die dann auch zu realisieren und zu sehen, was wird dann aus diesem Prototyp dann. Ja, das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das ist was wir weiter treiben. Ja. Und hier kommt einer meiner Lieblingsslogans. Ja. Also wir kürzen ja die Circuit Board Technology gerne kurz mit CBT ab. Ja. Und das kann auch stehen für Creating a Better Tomorrow. Ja. Und daran wollen wir arbeiten, da wollen wir unseren Teil dazu beitragen. Und werden das auch tun. Das ist ein wirklich toller Gedanke. Ist vor allem auch schön zu sehen, dass es schon in der Ausbildung so früh beginnt mit dem Thema Nachhaltigkeit, stark mit Ökologie natürlich auch verankert in diesem Zusammenhang, dass man die mit Azubis sensibilisiert, dass man auch versucht, Schulen damit zu integrieren. Also wirklich eine tolle Sache. Ich habe es gerade schon angedeutet, ich bin relativ am Ende mit meinen Fragen.